Jo, schönen guten Tag. Jetzt zum Donnerstag hier der erste Panzer des Tages. Nachdem das ja gestern mit dem AMX ILC nie so schön war, weil Zeit und so, heute probieren wir mal einen großen Bruder aus. Der AMX 1390, ja, der Stufe 8 Scout der Franzosen. Der hat einen Autoloader, also wie man so schön sieht, 6 Schuss im Magazin auf einer 90 mm Kanone. Ja, und wir sind im Wadi gelandet. Das kann gut sein und das kann ganz furchtbar schrecklich enden. Das letzte Mal habe ich versucht, runter in den Graben zu kommen mit meinem Scout, wurde direkt von dem gegnerischen Rudel Scouts begrüßt. Weiß ich nicht, mal schauen. Also eigentlich ist es eine schöne Position, aber wenn man halt die Rückendeckung nicht hat, uiuiuiuiui, ja, da sind wir ein bisschen schräg gefahren, das war nicht so clever. Ja, der 1390 ist nach wie vor ein guter Scout, aber eben nur noch ein guter. Also ich fand, der war schon mal besser, als er es jetzt ist. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Konkurrenz einfach besser geworden ist. Also so zum Beispiel da drüben sieht man den Ru 251, den deutschen 8er Scout, der ist einfach ein ganz schönes Maschinchen, das muss man einfach mal so festhalten. Der kann halt was. So, wir fahren jetzt mal hier runter zu dem E50M und rammen den natürlich, weil wir jetzt einen Leck haben. Ist das nicht schön? Oh je, und es leckt wie verrückt. Ja, das heißt für uns erstmal, ich werde jetzt einfach mal hier stehen bleiben, hoffen, dass das Tarnnetz uns ein Stück weit schützt. Und ja, und das Ganze sich wieder einpegelt. Ja, wir werden hier vom E50M schön bearbeitet. Und wir stehen hier einfach tatsächlich echt ziemlich schlecht in der Landschaft. Deswegen, ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier den Ausstieg wieder wähle. Und der Ausstieg heißt, wir müssen hier weg. Wir müssen ganz schnell weg. Wenn der Jagdpanzer EN-100 beschließt, dann müsste er uns schießen. Oh, der 30B hat uns geschossen, aber wir sollten jetzt so langsam in Sicherheit sein. Genau. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen, wa? Ansonsten ist es halt leider gerade ein bisschen schwierig. Wir fahren mal hier in die Mitte, schauen mal. Oh, Jagdpanzer EN-100 guckt in unsere Richtung. Und da kommt der T57 Heavy, was ich jetzt nicht so schön finde. Und wir sind die 30, aber wir sind so ein bisschen fehl am Platz. Jetzt haben wir aber hier, oh, da ist der T57 Heavy aber schön unter Feuer genommen worden. Und hat sich quasi dementsprechend verabschiedet. Wir können, glaube ich, jetzt gar nicht so wirklich viel machen, außer hier unsere Runden drehen und versuchen, ein paar Spots zu kriegen, weil für viel mehr reicht es halt einfach nicht. Das ist das Objekt 140. Ja, also ich bin so ein Stück weit fehl am Platz, aber die Kanonen sind halt einfach so groß, die pusten uns spontan direkt von der Karte, wenn man uns erwischt. Ich werde jetzt mal Folgendes machen, ich werde jetzt einfach mal den Rückzug einleiten. Und wir versuchen mal, ob wir nochmal über eine andere Seite so ein Stück weit rankommen oder ob wir vielleicht doch ein bisschen Feuer einfach von der Entfernung geben können. Weil so grundsätzlich schlecht ist ja die Kanone nicht. Und vielleicht hat man ja dann von hier aus irgendwie einen guten Schuss. Ja, Kanone runterkriegen ist so ein Thema mit dem Ding. Ist jetzt nicht so besonders berauschend. Mal gucken mal. Kommt der E50M, vielleicht kommt er raus. Ja, und da konnten wir ein bisschen Damage machen. Ja. Unser Team lässt sich so ein Stück weit umbringen. T110 E3, das ist natürlich. So, dann kommt der Ru. Den würde ich mir jetzt ganz gerne einfach mal so vornehmen. Und wie ihr hört im Hintergrund, da ist er wieder, der kleine Mitbewohner meinerseits. Ist auf einen kleinen Besuch gekommen. Ich will auch mal gucken, was hier so los ist. Sag mal hallo. Komm, sag mal hallo hier ins Mikro. Laut rufen. Hallo. Dankeschön. Gut.
Jetzt haben dich alle gehört. Jetzt wirst du ein YouTube-Star. Tja, und wir halten fest. 3-8, ich glaube, die Nummer ist durch. Hier werden wir auch nichts mehr reißen. Ach, das ist ärgerlich. Das ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber das Problem ist, was will man in einem 8er Scout in so einem Gefecht, wo quasi fast alles 10er und 9er sind, was will man hier ausrichten? Das ist halt tatsächlich einfach... Oh, na klar. Und jetzt haben alle Schüsse auf uns. Ich dachte, wir könnten vielleicht wenigstens in die 30 noch eine geben. Ist aber leider nicht gegeben. Deswegen, ja. 3-9. Ich denke, die Nummer hat sich erledigt. Hier wird nichts mehr. Das ist sehr ärgerlich. Es ist halt das Problem als Scout. Man ist halt immer unheimlich davon abhängig, ob einem die eigene Truppe hilft oder eben auch nicht. Wir haben daneben geschossen. Und er hat uns gesehen. Wir sind gebounced. Und dann waren wir kaputt. Sehr schön. Die Freude, die ist riesengroß. Ach, ja, es ist schon äußerst deprimierend hier die ganze Geschichte. Ja, wir haben noch 2 Panzer. Jawohl, das war ein schöner Sprung. Das ist auch spannend. Oh, das war, also das hat er gut gemacht. Also der hier in diesem kleinen Ausschnitt wird relativ schnell deutlich, warum wir die Nummer auch verloren haben, glaube ich. Ui, da haben wir noch einen Kill gemacht und jetzt holten sich der 50B und dann ist es direkt vorbei. Dann hat sich das erledigt. Schade, schade, Schokolade. Ja, so sieht das dann mal aus. Eine wunderschöne kleine Niederlage. Wir halten fest, wir waren... Oh Gott, ist das traurig. Jagdpanzer E100 0, SCB 1 0, Conqueror 0. Wir waren mit unserer tollen Scout-Maschine Platz 3. Das ist echt traurig. Ja, deswegen, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Und dann gibt es wieder so eine Karte, wo man als Scout einfach nichts machen kann. Was will ich denn in Paris? Ja gut, okay, wir sind in Paris. Ob wir wollen oder nicht, müssen das jetzt einfach mal so hinnehmen. Ich versuche, auf das freie Feld zu kommen, werden wir einfach ein schönes Gebüsch suchen. Vielleicht eins, was nicht so auffällig ist und einfach mal dafür sorgen, dass da ein paar Spots kommen. Weil hier in den Straßen brauche ich mich jetzt nicht rumärgern und rumkämpfen. Dafür fehlt uns einfach so ein bisschen die Panzerung, dafür fehlt uns einfach so ein bisschen der Damage und so weiter. Also wir müssen mal gucken. Es gibt ein paar mehr Achter. Also wir haben durchaus vielleicht die Chance, noch ein bisschen mehr zu reißen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal in Richtung Eiffelturm fahren. Und dann schaue ich mal, ob ich da irgendein schönes Gebüsch finde, wo ich einfach passiv ein paar Spots kriege. Ja, dann werde ich wieder in irgendwelche Züge eingeladen. Ach ja. Das ist übrigens so für alle, die sich das hier angucken und die ab und zu mal spielen. Es wäre clever, wenn ihr am Anfang einfach mal euren Scout fahren lassen würdet. Weil am Anfang geht es halt einfach auch so ein Stück weit um Zeit. Und wenn ihr den dann natürlich nicht so richtig in Schwung kommen lasst, dann wird das alles nichts. So, hier haben wir ein schönes Gebüsch. Das werden wir jetzt einfach mal so nutzen. Hier werden wir uns reinstellen und werden mal schauen, was wir an Spots kriegen. Tarnnetz drauf, Fernrohr hoch und dann haben wir da den Leo Prototyp A. Der kriegt direkt schon mal richtig Feuer, der T-54 Light. Ja, und da hinten ist die Badgett. Auf die könnte ja durchaus mal jemand schießen, das fände ich grandios. Passiert aber nicht. Ja, also jetzt ist Passiv-Scouting, wie man das so machen soll, wie es auch im Buch steht. Jetzt haben wir da hinten einen AMX-50B aufgeklärt. Problem ist, unser Team war, glaube ich, noch nicht rechtzeitig in Position, um irgendwelche Schüsse rauszukriegen. Ja, den T-54 Light hat es wahrscheinlich gleich zerledert. Das finde ich persönlich ganz cool, weil das macht es für uns halt einfach so ein Stück weit, gerade für mich, einfacher. Ja, es müsste jetzt mal jemand drauf schießen, das wäre total großartig. Jetzt haben sie ihn die Kette genommen, jetzt steht er. Also, wie kann man denn da so oft daneben schießen? Also, es ist mir ein völliges Rätsel, wie unser Team es auf die Reihe kriegt, den Typen jetzt so weit fahren zu lassen. Ja, da kommt wieder ein Schuss ins Blaue.
Aber so sieht das halt aus, wenn Passiv-Spotting funktioniert. Ihr seht, wie unten der Schaden durch Aufklärung reinrollt. Wir haben jetzt schon 2300 Schaden durch Aufklärung gemacht. Und es ist, glaube ich, auch hier unten vom Gegner nicht mehr wirklich so viel übrig. Das heißt, ich werde jetzt mal wirklich ein Stück vorfahren, werde mich der Batchet anschließen und vielleicht kann man da noch ein bisschen richtigen Damage machen. Hier ist eine Baustelle, hier war ich auch noch nicht übrigens. Also hier rüber gekommen bin ich noch nie. Da hinten ist der Arty, das ist ganz cool. Das wäre vielleicht so ein Gegner, mit dem ich mich auseinandersetzen würde. Ich werde ihn mal einfach anvisieren. Und dann schauen wir mal. Und da haben wir ihm schon mal einen gegeben. Und jetzt schießen wir die ganze Zeit daneben. Oh Leute, zielen! So kann man auch ein ganzes Magazin verbolzen. Sehr gut. Ja. Es ist halt, glaube ich, auch eher ein Nahkampfpanzer. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, hier unten ist sicher, es steht 8-1. Jetzt eigentlich nur noch Reste aufräumen. Vorteil ist, man ist jetzt mit so einem Scout nicht besonders langsam. Man kann jetzt durchaus noch was tun. 9-1. Ach du Scheiße, das wird ja hier also quasi ein Massaker. Jetzt versuchen wir an den T110E3 von hinten ranzukommen. Aber natürlich erst, wenn wir nachgeladen haben. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Ich glaube, der Kollege hat gerade in unsere Richtung gedreht. Und der kann uns relativ schnell richtig Probleme machen. Der kann uns relativ schnell aus der Jacke schießen. Deswegen werde ich jetzt den Teufel tun, mich hier hinzustellen und auf den zu warten. Sondern ich werde jetzt genau versuchen, von der anderen Seite ranzukommen. Einfach noch ein bisschen den Stänkerfritzen zu machen. Das ist halt das Schöne mit so schnellen Panzern, dann geht halt sowas auch. Da ist der 110 E3. Und jetzt sind wir von hinten dran. Und können den uns jetzt wegholen. Und da haben wir den T110 noch gekillt, also in Stufe 10, die Tankdestroyer noch erledigt. Das finde ich sehr schön und den Waffenträger, dafür wird es einfach nicht mehr reichen, glaube ich. Wenn man sieht, wie das ganze Team da drumherum kreist und den wegmacht. Ja, also das war genau, jetzt hat man mal den Gegensatz, ein schönes und ein furchtbares Gefecht, beide zusammen. Es ist halt einfach, wenn das Team läuft und ich glaube, jetzt hat man tatsächlich echt unseren Beitrag massiv dazu geleistet, einfach weil wir einfach die Spots da unten gekriegt haben und weil wir einfach wirklich da wirklich gut standen einfach. Ja, beim Scouten braucht man gar nicht so viel. Also wir haben 745 Schaden selber gemacht und vor allem haben wir halt einfach 2413 Punkte durch Aufklärung. Und das bringt halt einfach sehr viel EP, sehr viel Credits. Also wir haben 28.000 Credits verdient, 2466 Doppel-EP verdient. Also was will man mehr von der Welt? Wir haben dann sogar noch einen Kill auf einen 10er Panzer gemacht. Dem haben wir durchaus noch 500 Schaden gegeben. Das ist sehr anständig. Also das hier, wie ich an dem GWE-100 vorbeischießen konnte, ist mir ein Rätsel. Ja, was will man machen? Aber nichtsdestotrotz, das war ein schönes Gefecht. Man sieht, AMX 1390 hat es durchaus noch drauf. Mit dem kann man tatsächlich echt was anstellen. Und ja, wenn euch das gefällt und wenn ihr sagt, ah, Scout ist cool und wenn ihr da Gefallen dran habt, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir was in die Kommentare, vielleicht auch, was für ein Panzer würdet ihr euch mal wünschen. Ich bin nämlich, glaube ich, fast mit allem mal durch, also außer dem ganzen kleinen Graubelputz, den ich noch so habe. Ich habe hier noch so ein D45 und so ein Zeug. Ich glaube, das will keiner sehen. Ansonsten, ja, ich könnte noch Panther fahren, ich könnte noch Stufe 4 fahren und dann ist es schon bald unter Stufe 5 durch, dann habe ich alles mal gefahren. Also ich nehme auch gerne Wünsche an. Vielleicht noch so ein paar Infos. Ich habe jetzt endlich die Badget fertig. Sobald ich mal wieder irgendwann Geld habe, kann ich mir meine Badget kaufen. Ich habe den Leopard fast fertig. Also der Leopard, dem fehlen halt wirklich nur noch so 10.000 Punkte. Das ist durchaus in einem erreichbaren Rahmen. Und mein Waffenträger ist auch fast fertig mit der Forschung. Und dann sieht es halt tatsächlich im deutschen Baum schon ziemlich gut aus. Also dann fehlen uns wirklich nur noch ein bisschen der Arty-Kram. Also wie man sieht, hier die Arty ist das Sorgenkind. Ansonsten haben wir dann hier alle 10er durch. Das finde ich ganz schön. Hier müssten wir irgendwann mal freie EP nehmen. Den haben sie irgendwann eingeführt, als ich hier schon weit hinüber hinaus war. Mal schauen. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, Kommentare schreiben und ich wünsche euch einen schönen Abend, habt eine schöne Zeit, bis bald mal wieder, der Ära.